Ich möchte mit euch jetzt auf die Musikrezensionsseite meines Vertrauens gehen, und zwar laut.de. Und mir gerne mit euch mal die Sony Black 2 und Cancel Culture Nightmare Reviews durchlesen. Ich habe beide noch nicht gelesen, ja. Muss sagen, ich kann mir vorstellen, in welche Richtung das geht. Ja, das sind ja große Fans von härterem Hip-Hop, ja, die laut.de-Redaktion. Dominik Lippe hat sich hier dem Nachfolger von Sonny Black gewidmet. Und wir schauen mal rein, ja. Wir schauen mal rein, was hier so gesagt wird. Gefangen in der Gangster-Rap-Zeitschleife. Bushido ist omnipräsent in diesem zur Neige gehenden Jahr. Wenn sich Medien in voyeuristischer Manier an seiner Clan-Chronik erfreuen, ist es geboten, ebenso seinen künstlerischen Werdegang Revue passieren zu lassen. Ja, das hat der RTL auch gemacht, ja, wo dann halt gesagt wurde, ey, ja, früher war er durch menschenfeindliche und schwulenfeindliche Songs aufgefallen und alles drum und dran, ja. Tausendmal da halt in diesen Berichten, unter anderem bei RTL aktuell, bei Frauke Ludewig, da wirklich die Musik, die eigene Legacy durch den Dreck gezogen und anscheinend so von Bushido halt abgesegnet, dass man halt so reden darf, ja, über die alten Klassiker. Das wurde also auf jeden Fall auch in den gängigen Boulevardmedien dementsprechend vollzogen. Mit dem musikalischen Monolithen vom Bordstein bis zur Skyline tauchte er einst die städtische Schwermut in ein immerwährendes Grau. Carlo Cooks Nutten mit Flair wirkte vor diesem Hintergrund wie der Versuch, im Morast um Souveränität zu ringen. Das Schädliche, was dieser Rap-Spielart widerfahren konnte, war ein übermäßiger kommerzieller Erfolg. Ja, kommerzieller Erfolg, haben sie recht auf jeden Fall, ja, ist definitiv immer etwas, was vielen Rappern, die, sagen wir mal, hart gestartet sind, auf jeden Fall die Härte aus der Musik rausnimmt. Denn was ist denn meistens der Anreiz für die Härte, für das Rohe in der Musik? Der Anreiz ist, dass man ein Loch im Magen hat, ja, dass man im Dreck lebt, dass man irgendwo bei abgestellter Heizung im Winter und sich langsam abbröckender Tapete im Neubaublock seine Texte schreibt. Ja. Wenn man dann aber in seiner Villa haust und den Fettwanst mit feinstem Essen jeden Tag füllen kann, ja, und sich jedes Topmodel um sich schert, ja, dann hat man natürlich ein Leben in Saus und Braus, und der Schmerz ist aus dem Leben und somit ist auch der Schmerz aus der Musik entflohen. 2004 war seine Geschichte im Grunde bereits auserzählt. Schon Elektro-Ghetto funktionierte über Verweise auf das übergroße Debüt, ohne jedoch nur einen Hauch von dessen Tristesse zu atmen. Mit Staatsfeind Nummer 1 und den Hubschrauber-Verfolgungsjagden im Endgegner-Musikvideo kippte das Konzept gefährlich in Richtung Selbstparodie. Ich würde nicht Selbstparodie sagen, ich würde einfach sagen, es wurde immer pompöser und immer spektakulärer, Digga. Ja, ist doch geil. Ich fand, das Endgegner-Video war für die damaligen Verhältnisse absolut wegweisend und bahnbrechend, ja. Das war ein Actionfilm, Alter. Die Muster wiederholten sich Album um Album. Nun liegen die Anfänge 20 Jahre zurück, und als würden Zeiträume dank dem Corona-Würgegriff nicht ohnehin verschwimmen, schlägt mit Sonny Black 2 auch noch die Millennium-Nostalgie zu. Selbstreferenziell wie wohl nie zuvor brettert der eloquente Interviewgast und zugleich selbst erklärte Assi-Rapper durch seine Verse. Narben kopiert die Substantiv-Assoziationsketten aus Sonnenbank Flavor. Ja, ist aber auch nicht das erste Mal, ja, dass er das Prinzip von Sonnenbank Flavor nochmal neu aufgelegt hat. Ja, das gab es ja Osama Flow zum Beispiel, ja, also ist jetzt auch nicht, ja, keine Ahnung, ja, sehe ich jetzt nicht so als crazy an, ja. Mein Gott, mein Gott. Nie ein Rapper 3 greift nur minimal invasiv in das Aushängeschild zu Carlo Cooks Nutten 2 ein. Ja, ich finde, Nie ein Rapper 3 ist komplett überflüssig. Ja, also, das ist einfach der gleiche Song nochmal mit, ich glaube, einer oder zwei neu abgeänderten Zeilen in der Hook. Dem exakt gleichen Beat. Ja, und somit sozusagen Nie ein Rapper für die jüngeren Leute, die damals nicht das Original gefeiert haben und diesen Vibe und dieses Momentum damals zelebrieren konnten. Deswegen für mich hat das Ding absolut keine Daseinsberechtigung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Heavy Metal Payback 2 bezieht sich auf das peitschende Heavy Metal Payback aus der Agro-Ansage Nummer 2, nur dass ihm anstelle von Flair nun Saad und Animus zur Seite stehen. Seinen einstigen Kompagnon zerrt er dafür nach allen Regeln der üblen Nachrede durch den Dreck.
Penetrant wie vielleicht nie zuvor folgt Bushido einer ebenso ungesunden wie maßlosen überzogenen wie maßlos überzogenen Stammeseinordnung seiner Mitmenschen. Ich fick jeden, der nicht auf der richtigen Seite steht. Nun rotiert das Personentableau aber fortlaufend. Saad ist zum Beispiel ins Team zurückgekehrt. Dagegen hat er Flair zur Persona non grata erklärt. Unwürdiger als auf jedem Schulhof bläst dessen Mutter wahlweise wie eine Schlampe oder trinkt Bukake wie eine Clubmate. Was soll das? An welche Zielgruppen richtet sich dieses kindische Kink-Shaming? Kink-Shaming? Auch nicht schlecht, ja. Wo sind wir? Durch einen Familienvater Anfang 40. Okay. Neben Flair geht es immer wieder gegen Samra, Sinan G, Chakusa und Bas Sultan Hengst. Bushidos Angriffe erfolgen derart plump und unmotiviert, dass sich Verteidigungsreflexe regen. Ja, haben wir auch gesagt, ne? Es wirkt zum großen Teil sehr langweilig und lustlos, wie hier gedisst wird, ja. Also, was waren so die cringigsten Disses drauf? Ich glaube, so der Leon Lovelock-Diss ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Leon Lovelock denkt, die Erde ist eine Scheibe. Dicker Laber, keine Scheiße. Yeah. Tot, würde Twitter sagen, ja. Was zur Hölle ist Kink-Shaming? Na, Kink ist ja sozusagen ein Fetisch, ja. Du hast jetzt, sagen wir mal, Savas hat einen Fußfetisch, ja, das ist sein Kink sozusagen, ne? Und dann Kink-Shaming ist sozusagen, dass jemanden für seine Vorlieben, mobst, ja. Frank Weiß, Angstschweiß, auch geil, ja. Ihm gelingt damit das Kunststück, dass die Hörerschaft selbst die toxischsten Personen in Schutz nehmen möchte. Vor allem Ruse beleidigt er auf ehrabschneidende Weise. Ehrabschneidende Weise, meine Güte. Song um Song arbeitet sich der Rapper am Erscheinungsbild und den Erkrankungen des Twitchers ab. Jedes Zitat verbietet sich an dieser Stelle. Generell stoßen ihm Medien sauer auf, als hätte er nicht eben noch bei Stern TV und Spiegel TV Günter Jauch und Kurt Krömer gesessen, rotzt er ein Magazin für Magazin ins Mikro, setzt einen Riesenhaufen Scheiße auf die ganze Presse. Bushido tanzt auf dem Grab von Viva, reimt Juice Magazin auf Hurensohn Team und macht vis-à-vis verächtlich. Selbst Falk qualifiziert er nach dem jüngsten Gespräch ab. Vergleichsweise moderate Worte findet er hingegen für das vorliegende Medium. Laut.de schreibt schon wieder krasse Reviews und alle ihre 8 Leser stimmen ihnen zu. Ja, gefickt, würde ich sagen, ja. Anerkennende Worte äußert er nur über einen Verlag. Anis ist der größte aller Zeiten, nenn mich Axel Springer. Ja, das ist stark, ja. Alter Schwede, ey. Junge, Junge. Dem hauseigenen Sender gewährte der Rapper vor einigen Wochen einen unzensierten Einblick ins Privatleben seiner in den letzten Monaten um 3 weitere Mitglieder erweiterten Familie, widmet er dann auch eine eigene Hymne auf dem Album. Zum überzuckerten Instrumental rücken plötzlich kommerzielle Erfolge in den Hintergrund. Mein Gangster-Rapper-Image bundesweit so legendär, doch neben euch ist diese ganze Scheiße sekundär. So rührselig er Familie auch in Szene setzt, eröffnet es doch eine vertretbare Möglichkeit für zukünftige Bushido-Alben. Bei Menschen, Bilder, Emotionen sprach der Rapper von der Kunstfigur Bushido, die den Leuten schlimme Wörter an den Kopf wirft und wie eine Art Faschingskostüm im Schrank hängt. Ach, Leute. Ach, Digerchen. Digerchen. Ja, das war hart, Digger. Das war echt hart. Das will ich auch, glaube ich, nie wieder sehen, ja, wie er da sitzt bei Günter Jauchs Jahresrückblick und sagt, Bushido ist ein Faschingskostüm, was er sich halt ab und zu mal anzieht, ne. Also das war, also ich glaube, so als so Hardcore-Bushido-Fan, ja, der so von der Bettwäsche bis zum Schlafanzug alles zu Hause hat, Digga, da wäre, glaube ich, ein Stück von mir gestorben, Digga, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Meine Güte. Während diese antiquierte Rolle in einer Gangster-Rap-Zeitschleife gefangen ist, fantasiert sie sich selbst im Outro zum Trendsetter. Es ist längst überfällig, die Verkleidung aus dem Schrank zu nehmen und auf den Dachboden zu bringen. Einfach einmotten und vergessen. crazy. Okay. Ja, was haben sie denn gegeben hier? 2 von 5 möglichen Sternen. Okay. Hätte ich jetzt nicht anders erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, man sagt sozusagen hier, der allgemeine Konsens dieser Reviews halt, hör einfach auf mit Rappen, du bist angestaubt, du bist nicht mehr zeitgemäß und gerade auch im Rahmen der aktuellen Geschehnisse um deine Privatperson wirkt das alles ein bisschen
lächerlich. Ja, dieser Gangsterfilm. War eigentlich, also ich keine schlechte Review, ja. Also ich finde 2 von 5 ein bisschen übertrieben. Also ein bisschen zu schlecht. Das Geschriebene kann man größtenteils mitgehen, ja. Vom Geschriebenen her würde ich sagen, faire Bewertung, ja. Gehen wir mal rüber zu Cancel Culture Nightmare von Frank White und Basso Dunnengst. Das ist vom gleichen Bruder geschrieben, von Dominik Lippe. Redaktionswertung 3 von 5 Sternen. Also auf jeden Fall findet der Dominik Cancel Culture Nightmare besser als Sony Black 2. Ich muss sagen, ich hätte auch gut und gerne mit einer 1 von 5 Bewertung gerechnet, denn laut.de ist sehr schnell dabei, wenn es darum geht, härtere Deutschrap-Alben zu zerreißen, sobald dort auch nur Anflüge von Misogynie oder Homophobie mit am Start sind, ja, egal wie künstlerisch sie auch gestaltet sind. Trollkultur und Drang nach Anerkennung. Flair gehört zu den schlaueren Zeitgenossen. Auf jeden Fall der erste Satz polarisiert wahrscheinlich schon, ja. Seine offensive Art der Kommunikation und sein rustikaler Habitus weisen zwar trumpeske Züge auf, aber zumeist scheint der Rapper dabei kalkuliert vorzugehen. Also hier wird Flair direkt als schlau bezeichnet und gleichzeitig mit Trump verglichen, ja? Alter, crazy, was ist hier los, Digga? Dominik auf jeden Fall und Fleek. Davon zeugt nun auch ein Titel wie Cancel Culture Nightmare, der im Optimalfall in Trollmanier wie ein Honigtöpfchen in die um politische Korrektheit bemühten Kreise hineinwirkt. Auf dem Album findet das sonst nur als rechter Talking Point fungierende Phänomen allenfalls mal als Schlagwort statt. Er hätte das Werk auch Gender Gaga Armageddon taufen können. Cringe. Doch dann hätte ihm das berühmte Akronym CCN gefehlt, richtig. Also was soll dieser echt nicht lustige Joke, Digga, dem hier eine Schlüsselrolle zukommt. Ursprünglich wollte Flair das Album Carlo Cokes Nutten nennen, in Anlehnung an das gleichnamige Werk, das er 2002 unter dem Pseudonym Frank White mit Bushido veröffentlicht hatte. Sein einstiger Weggefährte zog dagegen mit Verweis auf seine Rechte an der Wortmarke vor Gericht. Flair schmiss seine Titelpläne darauf zwar über den Haufen, doch pochte zugleich auf sein Nutzungsrecht und ließ als trotzige Retourkutsche den gemeinsamen Erstling auf Spotify sperren. Mir wären übrigens die Beteiligungen an CCN und vom Bordstein bis zur Skyline egal gewesen, aber man musste ja vor Gericht ziehen wegen Cancel Culture Nightmare, kommentierte der Rapper und drehte den Spieß einfach um. Wenn Bushido seinen Beitrag geringschätzt, holt er sich eben Basso Dunnengst dazu, um zu beweisen, dass das Konzept ohne den Streaming-Star mindestens genauso aufgeht. Ohne den Streaming-Star ist... Na, also als Streaming-Star würde ich jetzt Bushido nicht bezeichnen, ja? Also was ist das denn, Alter? Ach so, wegen Amazon, wegen der Doku. Ich dachte, die meinen jetzt hier so Spotify-Streaming, ja? Was Flair bei alledem aber im Kern anzutreiben scheint, ist die Sehnsucht nach Anerkennung, die sich auch durch das gesamte Album zieht. Sag mir, weißt du, wie es ist, wenn keiner an dich glaubt? Sag dem deutschen Gangster-Rap, er ist mir noch was schuldig, betont Flair etwa in Underclass. Geile Line, geil getimed, ja, wunderschöner Song. Während Hengst seine Zugehörigkeit zur selbigen unterstreicht. Vor allem die Berliner Schnauze enthüllt eine tief sitzende Unsicherheit bezüglich der sozialen Stellung. War schon früher das Problem für eure heile Welt, ihr wart auf Klassenfahrt und ich auf mich allein gestellt. Rappt er zum klischeehaft pathetisch produzierten Sehe was, was du nicht siehst. Auch einer meiner Lieblingssongs auf dem Album, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Mit Leichtigkeit wittert er den sozialen Status seiner Mitmenschen. An deiner Stimme höre ich Nutte, deine Eltern sind reich. Selbstverständlich inszenieren sich die Rapper auf CCN im Rahmen eines Kunstproduktes, aber es überrascht dann doch, wie viele Schwächen sie ihren breitbeinig rappenden Figuren zuschreiben. Als Frank White spricht Flair über Angstattacken, pflegt seine Komplexe und charakterisiert sich in Heavy Rain als cholerisch und nicht beziehungsfähig. In Bist du glücklich gibt er das verlassene Straßenkind, das sich einem wohlhabenden Nebenbuhler geschlagen geben muss. Aus der Underdog-Position erhebt er sich mit Basso Dunnengst gegen die Mehrheitsgesellschaft. Das bedeutet eben auch, sich nachdrücklich von elitär geführten Debatten abzugrenzen, die sie aus ihrer Sicht ohnehin nur moralisch weiter abwerten. Mehrfach distanziert sich Hengst von Twitter-Bubbles. Naja, da geht es, glaube ich, eher speziell um die EGJ-Bubble, ja, die cringigste Bubble auf Twitter, mit Abstand. Ja.
Und ja, das ist da eigentlich alles legitim, ja. Also auch dieses, es klingt fast so, als ob der Dominik das als Kritikpunkte am Album ansieht, ja, dass man halt dem eigenen Charakter Schwächen attestiert und dass man gegen die Mehrheitsgesellschaft sich nicht nur erhebt, sondern sich auch von ihr abgrenzt, mit ihr nichts zu tun haben möchte. Das ist meiner Meinung nach, ist das nicht Rap? Ist das nicht der Geist von Hip-Hop? Also, ja, crazy, Alter, ja. Und da er weiß, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, kommt er in Gangster vor dem Rap zum Ergebnis, wäre Greta aus dem Ghetto, wird sie Benziner fahren. Flair reflektiert diesen Umstand, wenn er durchblicken lässt, wieder besseres Wissen zu handeln. Leute sterben, Klimawandel, Mann, die Welt ist gefickt, doch alles, was mich interessiert, ist, ob die Felge noch blitzt. Ja, das ist halt eine der vielen High-Level-Ignoranz-Lines. Ja, das ist ja ein wiedererkennbares Muster auf Flair-Platten, ja. Ist doch lustig, Digga. Natürlich funktioniert Cancel Culture Nightmare in erster Linie als Nostalgieprodukt, deren Protagonisten aus einem früheren Leben berichten. Und sicherlich greifen die Rapper wiederholt daneben. Holiday Inn steht etwa seinem hochproblematischen Storyteller-Vorbild Drecksstück in nichts nach. Ja, Bruder, das ist aber genau die Intention. Ja? Das ist doch genau die Intention, einen legitimen Nachfolger zu Drecksstück zu machen. Und ich finde das vom Storytelling her, es ist mega krass. Ja? Also, das ist ein harter. Höchst, das ist ein harter, moralisch höchst fragwürdiger Song mit einem Ende, was halt einfach sagt, okay, die Jungs haben durchgezogen, ja. Also da gab es dann auch keine Second Doubts, ja. Da wurde losgelegt, ja. Ein Verbrechen aus Leidenschaft, hieß es ja dann im Ende, ne? Krasser Song, Alter. Auch der unfreiwillige Humor haftet Flair einfach nach. Und dennoch überführen Frank White und Busta Rhymes Hengst nach 20 Jahren die aggressiven Außenseiter aus Carlo Koks Nutten gelungener in die Jetztzeit als jeder der unzählbaren Rückbesinnung des bemühten Bushido. Alter, der Dominik, ja, der schießt aber nochmal scharf hier, ja? Der schießt aber nochmal scharf, Alter. Krass. Also, was meint er denn hiermit? Warte mal. Ach so, okay. Oh, krass, ja. Ja, das unzählbar. Bei Unzählbaren ist die Review zu CCN4 verlinkt und bei Rückbesinnungen ist Sonny Black 2 verlinkt. Also er verweist hier auch nochmal drauf, dass der Sound von damals von Flair und Busta Rhymes Hengst besser in die Neuzeit transportiert wurde als von Bushido und Animus auf CCN4. Ja. Ja, schon crazy. Schon crazy, Digga. Schon crazy. Beides keine schlechten Reviews, ja. Also ich hätte es jetzt schlimmer erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.